Fakten gegen Bierzelt-Rhetorik, das ist ein Thema, das uns YouTuber ganz oft auf der Seele liegt. Unter unseren Videos gibt es oft Kommentare. Ja, die sind begründet eigentlich in Fehlinformationen auch durch Politiker. Das muss nicht immer nur die AfD sein, es ist auch gerne die CDU, es ist auch sehr, sehr gerne die CSU und die FDP, aber die CSU sticht da oft heraus und Hauptprotagonist bei dieser Sache ist immer ein gewisser Herr Söder, Ministerpräsident des Bundeslandes Bayern. Nichts gegen Bayern, ist auch kein Bayern-Bashing hier. Ich mache sowieso eigentlich gar kein Bayern-Bashing. Einige denken das immer nur. Aber egal. Es gab jetzt vor kurzem eine Zusammenkunft, die hieß, das war eine Handwerkermesse in dem Sinne, hieß Zukunft Handwerk, ZDH-Kongress im Rahmen der Internationalen Handwerkermesse. Da haben Jörg Dietrich, das ist der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Markus Söder und Robert Habeck miteinander diskutiert, so um die Zukunft des Handwerks. Ich verlinke das ganze Video auch nochmal unter diesem Video. Interessanterweise kamen da ein paar Dinge allerdings zur Sprache oder eine ganz bestimmte Sache zur Sprache, wo ich dann wirklich mal sage, das habe ich wirklich gefeiert, weil da hat Robert Habeck das meiner Meinung nach erste Mal richtig in der Öffentlichkeit mal diese Söder-Polemik auseinandergenommen und klargestellt, was wirklich Phase ist. Und das habe ich total gefeiert. Und das wollte ich euch halt auch nochmal zeigen für alle, die dies noch nicht gesehen haben. Damit moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Also, wie gesagt, ist ein spannendes Ding, ist ein Tacken länger, deswegen rede ich jetzt auch nicht so lange. Ich verkrümmel mich mal unten in meine Ecke, werde eventuell noch zwischendurch einmal mich kurz melden und dann wollen wir mal sehen. Herr Söder, wenn wir kurz zurückblicken und wir infolge des Ukraine-Krieges gesehen haben, dass etwa die Hälfte der Gasversorgung Deutschlands, die aus Russland kam, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da war und wir alle das Gefühl hatten, hier wird es kalt, hier geht das Licht aus, da müssen Sie, glaube ich, sogar anerkennen, dass der Habeck mit seinen Leuten das gut hinbekommen hat. Das ist nicht geschehen. Diese Angst, die wir hatten, das muss man anerkennen. Was ist trotzdem auch Ihr Ansatz zu sagen, im Energiebereich müssen wir noch mehr leisten? Also ich finde auch, das ist insgesamt gut gelungen, das muss man auch anerkennen. Unser Kernproblem muss man einfach mal anerkennen. Mal anerkennen. Unser Grundproblem ist, dass der Preis zu hoch ist. Und unser Grundproblem ergibt sich dadurch, dass wir zu wenig die Möglichkeiten nutzen. Also schauen Sie mal, wir wollen in Deutschland kein Gas überhaupt noch mal erkunden, weil es noch Fracking läuft. Aber wir bezahlen teuerstes Fracking-Gas aus den USA zu extrem hohen Preisen. Widerspruch. Wir werden am Ende Import von Atomenergie von woanders haben, obwohl wir selber die Atomenergie laufen lassen könnten. So. Ich stimme noch gar nicht zu, das muss jetzt nicht 100 Jahre sein und sowas. Aber ich habe nie verstanden, warum er zu dem Zeitpunkt genau das gewählt hat, mittendrin abzubrechen, auszusteigen, dann nochmal 3, 4 Monate verlängert hat. Das ist keine vernünftige, kluge Strategie, um durch Krisenzeiten zu kommen. Und wir brauchen jetzt weiter, Kraftwerksstrategie wird diskutiert, die ist sehr, sehr wichtig, damit es keine Strompreiszonen gibt. Wir brauchen aber auch da eine Option für tatsächlich Gaskraftwerke, die jetzt bald stattfinden. Die müssen dann auch wasserstofffähig sein, aber wir brauchen Gaskraftwerke, um am Ende das voranzubringen. Der Kern ist, erneuerbare Ausbau auf jeden Fall, ist keine Frage. Aber dazu braucht es eine grundlastfähige Energieform und die ist auf Dauer, so wäre unsere Überlegung, um es preis- und klimaschutzmäßig gut hinzubekommen, nicht Ersatzkohle, sondern wäre einfach nochmal Kernenergie. In Frankreich macht man es, in Tschechien macht man es, in Schweden macht man es, irgendwie machen es alle. Nur wir sagen, nee, wir wollen das nicht und wir glauben, dass wir die Besseren der Welt sind. Da haben wir einen Dissens logischerweise, aber aus meiner Sicht wäre das das Wichtigste, Verlässlichkeit und Planbarkeit mit einer eigenen CO2 wirklich reduzierenden Energie wäre die Kernenergie und alles andere hilft auf Dauer nichts. Gut, das ist der übliche Söder, wie wir ihn kennen. Und ja, und wo man immer wieder sagt, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, leider hat er keine Ahnung. Aber das ist so seine Bierzeltmentalität. Das kann man gut irgendwo im Wahlkampf in Bayern irgendwie ranbringen. Wir müssen Atomkraft machen und das ist viel billiger. Das ist ja immer das, was er schon oft gesagt hat. Aber gut, jetzt antwortet gleich Robert Habeck. Wir hören in Berlin das Wort Zeitenwende, also es werden Sachen gedacht, die man vorher nicht denken konnte. Ist es denkbar, dass auch ein grüner Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz da im Kopf auch nochmal anders denkt und sagt, vielleicht doch in einem beschränkten, zeitlich nochmal erweiterten Umfang mehr Kernenergie? Oder bleiben Sie da einfach ganz klar auf dem Kurs Anti-Atomkraft, Atomkraft? Nein, danke. Also haben wir ja gemacht. Wir haben die bestehenden drei Atomkraftwerke länger laufen lassen, bis die Brennelemente alle waren.
Vielleicht darf ich sagen, ich will jetzt keine unnötige Schärfe reinbringen, aber Herr Söder, Ihr Argument wäre stärker, wenn Sie sagen würden, ja, aber als wir in Fukushima den Entschluss gefasst haben, auszusteigen aus der Atomkraft, ich glaube, Sie haben damals mit Rücktritt gedroht, wenn das nicht sofort passiert, hatten wir noch 14 Atomkraft. Waren Sie dabei? Ja, ich war dabei. Im Kabinett, im Bayerischen damals? Im Kabinett war ich nicht dabei, dicht an der Landesregierung in Schleswig-Holstein und der damalige Ministerpräsident Carstensen berichtete das so. Das ging übrigens damals auch durch die Presse, dass Markus Söder als damaliger Umweltminister in Bayern mit Rücktritt gedroht hat, würde man die Atomkraftwerke nicht abschalten. Leider vergisst Herr Söder immer seine Standpunkte von gestern, wenn heute in der Bild was anderes steht, was er den Leuten im Bierzelt und sonst wo berichten kann. Damals hatten wir 14 Atomkraftwerke. Unter der Regierungsbeteiligung der CSU sind 11 davon abgeschaltet worden und 3 haben wir länger laufen lassen. Diese 3 Atomkraftwerke haben wir länger laufen lassen. Es wäre also glaubhafter, das ganze Argument, wenn man sagen würde, da haben wir einen Fehler gemacht, bevor man sagt, ihr habt einen Fehler gemacht, wenn man dann so scharf auf Atomkraft ist. Und dann gibt es einen großen Unterschied zu Schweden, auch zu der schwedischen Energieministerin Ebba Busch, die in der Tat eine beeindruckende Kollegin ist. Die sagt, wir verbringen unseren Atommüll in Schweden. Die haben ein Endlager. Das zweite Argument, das so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man sagt, wir sind für Atomkraft, aber gleichzeitig Bayern das einzige Land ist, das sagt, wir wissen schon vorher, bevor die Prüfung weg ist, nicht bei uns ein Atommüllendlager. Aber das sind nur. Ja, das ist zum Beispiel auch ein wirklicher Punkt. Das ist das Härteste. Söder hat ja sogar irgendwie neue Atomkraftwerke gefordert und auch in Bayern. Aber dass er in Bayern den Müll dann irgendwo entsorgen will, das geht nicht. Also wir wollen hier alles machen, aber den Müll bringen wir woanders hin. Das ist so ein bisschen die Mentalität, wie man das, wie früher so Großbritannien die Strafgefangenen nach Australien gebracht hat und dergleichen und so fort. Also als ob es im Prinzip, wir können unseren das, was wir hier nicht wollen, entsorgen wir woanders und das und wir leben hier schön, schick und fein. Nur politische Anmerkungen, muss halt jeder seine eigene Glaubwürdigkeit immer wieder überprüfen. Herr Beck, in der Sache selbst. Ja. Wir in der Tat haben einen europäischen Binnenmarkt. Ja. Ich habe das jetzt ja auch zweimal gehört, Herr Söder. Ja, erlauben Sie mir kurz, die Fakten klarzustellen. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Im europäischen Binnenmarkt fließt der Strom über die Grenzen, sofern die Grenzkuppelstellen das zulassen. Das heißt, immer dahin, da wo es günstiger ist, fließt der Strom dahin, wo er teurer verkauft werden kann. Insofern haben wir auch Importe aus dem Ausland. Meistens aus den skandinavischen Ländern der erneuerbaren Energien. Insgesamt in einem Volumen von 2% des deutschen Stromverbrauchs haben wir Importe, 2% Nettoimporte. Davon sind 25% Atomstrom aus Frankreich. Also von wegen, dass wir am französischen Atomstrom hängen, das ist alles homöopathisch, wenn ich das sagen darf. Und wir hätten jederzeit die Gelegenheit und die Möglichkeit, das selber zu produzieren. Wir produzieren es nicht selbst, diese 25% von 2%, weil der Strom günstiger ist als Gaskraftwerke zum Beispiel in Bayern. Es ist also klug, dass wir im europäischen Binnenmarkt die günstigsten Energien nach Deutschland holen. Es ist aber nicht so, dass wir abhängig wären davon. Wir haben eine Riesenkapazität von fossilen Kraftwerken, die wir nicht nutzen. Denn das ist ja auch richtig. Wir haben aus Sicherheitsgründen dann, was wir haben, an den Markt gebracht und die Dinger laufen nicht. Wir haben die niedrigste Kohleverstromung seit den 60er Jahren. Das liegt auch daran, dass natürlich, das muss man ehrlicherweise zugeben, dass der Bedarf an Strom im Moment nicht so hoch ist wegen der energieintensiven Industrie, die gebremst produziert, also nicht, worauf ich stolz sein will. Aber die Strategie, günstige Erneuerbare an den Markt zu bringen und den Rest mit grundlastfähigen Kraftwerken, erst Kohle, dann gasförmig, die gasförmigen so schnell es geht und so günstig, das wird zu Wasserstoff zu machen, geht auf. Und wenn ich noch einmal das gelobte Land Frankreich erwähnen darf, der französische Staatskonzern EDF subventioniert die französischen Strompreise. Ja, die deckeln sie sozusagen staatlich. Das geht aber auch nur, weil es ein Staatskonzern ist. Der hat knapp 70 Milliarden Euro Schulden. Das würde ich gerne mal sehen, dass ein Stadtwerk oder irgendein deutscher Energiekonzern 70 Milliarden Schulden hat. Die werden alle insolvent. So, das Problem ist jetzt, dann bin ich fertig, von wegen der günstigen Atomkraft. Die haben ungefähr 50 Atomkraftwerke, die alle renoviert werden müssen. Man schätzt, dass der Preis pro Renovation ungefähr bei 1 Milliarde liegt. Die neuen Atomkraftwerke sind immer geplant mit. Also das Ding, das EDF, der französische Konzern in England, baut, sollte 21 Milliarden Euro kosten, ein Kraftwerk. Wir reden bei den Gaskraftwerken bei der gleichen Größenordnung ungefähr über 1 Milliarde. Das kostet 21 Milliarden in der Planung. Die ist jetzt hochgesetzt worden auf 38 Milliarden. Der chinesische Co-Investor hat sich verabschiedet davon, weil er gesagt hat, das ist ein Milliardengrab. Wenn da die Kilowattstunde Strom rauskommt, das wird die teuerste Kilowattstunde Strom sein, die jemals in Europa produziert wurde. Und wie das alles ökonomisch aufgeht, das hat mir noch keiner erklärt. Das geht nur auf, weil der französische Staat für den Staatskonzern EDF haftet, um den Strompreis runterzubringen. Um dann auf der europäischen Ebene zu sagen, kann Deutschland nicht dafür sorgen, dass wir einen Ausgleichsmechanismus in den Staatsfinanzen zu bekommen. Das ist das große Versprechen der Atomkraft. Also ökonomisch geht das alles nicht auf. Ja. Gut, das war soweit das Video. Und das wollte ich euch eigentlich mal zeigen, weil ja, es kommt ja selten vor, dass die beiden in der Öffentlichkeit so richtig schön mal gegeneinander kommen.
Und ich fand das eigentlich total köstlich, wie hier die Söder-Bierzelt-Argumentationsmentalität gegen echte Fakten und echte Argumente gestoßen ist. Und genau das ist das Thema, wenn man sich Hinkley Point oder Flamanville ansieht, die aktuellen Atombaustellen des Konzerns EDF, also Hinkley Point ist zwar in England, aber wird auch vom französischen Konzern EDF gebaut. Diese Baustellen laben, die werden nicht fertig, sind komplett überzogen. Da sind wir schon irgendwo im Bereich Berliner Flughafen. Das Problem ist nur, das sind eben Atomkraftwerke und irgendwann sollen die was produzieren und das kostet, soll Geld kosten. Im Moment geht man davon aus, also der garantierte Strompreis für Hinkley Point ist, glaube ich, inzwischen bei 15,7 Cent pro erzeugter Kilowattstunde. Das ist das, was der Betreiber garantiert bekommt, im Gegensatz zum Beispiel zu unserem PV-Strom mit 8,2 Cent. Können wir das ja mal ein bisschen einordnen. Wenn also das am Kraftwerk schon 15 Cent kostet, dann kommen noch die ganzen Durchleitungsgebühren dazu. Was soll es dann beim Verbraucher kosten? Also wir könnten das ja mal für uns hochrechnen. Wird bestimmt spannend sein, da sind wir bestimmt irgendwo bei 45, 50 Cent. Und wie gesagt, Atomkraftwerke sind auch, wie gesagt, nicht die Lösung. Was ich hier in dieser Diskussion vermisst habe, was ich wirklich vermisst habe noch, vielleicht, naja, hat sich der Habeck dann doch etwas mehr eingebremst, als es hätte sein müssen. Wir haben da, er hat ja angesagt, dass so die Reparaturkosten für so ein französisches AKW so bei 1 Milliarde liegen in den nächsten Jahren nochmal pro AKW. Komischerweise hat immer noch kein einziger mal in Deutschland wirklich gesagt, was würde es denn kosten, wenn zum Beispiel ISA 2 auf die neuen Normen, also auf die technisch aktuellen Normen, denn ein Atomkraftwerk muss immer auf dem technisch neuesten Stand sein, das gibt ein Urteil dafür oder dagegen, also ich glaube BGH hat es geurteilt, könnt ihr mal drunter schreiben, wenn es einer von euch weiß, wo es dieses Urteil zu finden gibt. Ich habe das immer schon mal wieder gesucht, aber ich konnte es nicht finden. Ich meine, es war der BGH. Kann das Bundesverfassungsgericht, weiß ich nicht, ich glaube auch BGR. Dass also ein Atomkraftwerk immer die neuesten technischen Gegebenheiten zu entsprechen hat. Und wenn man das umrüsten würde, das hat ja der EnBW-Chef schon mal gesagt, für Neckar-Westheim 2 wäre das absolut unmöglich, weil es nicht mal in die Kraftwerkshülle passt. Aber man könnte da mit vielen, vielen Milliarden da vielleicht was machen. Aber keiner hat je gesagt, was es eigentlich kosten würde. Weil es gab mal so ein komisches Angebot, da hat Preußen Elektra oder E.ON hat dann angeboten, hat dem Finanzminister angeboten, man könnte ja da billigen Strom machen in ISA 2, hat aber irgendwo ganz unterm Tisch fallen lassen, was es denn den Staat kosten würde, dieses Kraftwerk wieder zu aktualisieren, beziehungsweise ist diese Mitteilung nie an die Öffentlichkeit geraten. Wahrscheinlich haben sie sie deswegen auch der FDP geschickt und nicht dem Bundeswirtschaftsminister, damit das nicht zu breit getreten wird. Also das ist so ein bisschen die Lüge des billigen Atoms, die kennen wir ja alle. Und ganz ehrlich, ich habe das Ding hier total gefeiert und deswegen musste ich euch das heute nochmal zeigen. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr so von dieser Polemik von Herrn Söder haltet. Oder vielleicht hat der Söder ja auch recht und vielleicht ist es ja auch total bescheuert, auf Atomkraft zu verzichten. Könnt ihr auch gerne unter das Video schreiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass Atomkraft viel zu teuer ist. Wir müssen gar nicht über Sicherheiten oder Unfälle und sonst was reden. Wir müssen einfach über den Preis reden. Mein Kanal geht ja immer um Wirtschaftlichkeit und wirtschaftlich ist ein Atomkraftwerk auf jeden Fall nicht. Was Herr Habeck ja auch gesagt hat, EDF hat irgendwie 70 Milliarden Euro Schulden und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden, wenn die anderen Kraftwerke endlich mal fertig werden und. Und dann müssen sie wahrscheinlich für England sogar noch mitbezahlen, weil sie den Preis da garantieren müssen. Wird eine spannende Sache. Also in diesem Sinne, egal. Wenn ihr solche Videos weiterhin sehen wollt, dann denkt mal dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst, auch die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns hier bald wieder. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.